Cancel Culture wird ja meist für Aktionen aus dem linksintellektuellen Spektrum im Bereich Kultur und Wissenschaft verwendet. Ich finde, zunächst mal sollten wir den Begriff auch für das Rechtsaußenspektrum verwenden. Von dort kommen mindestens genauso viele Aufrufe zum Unterdrücken oder zum Boykott von Veranstaltungen oder Personen aus durchaus vergleichbaren Gründen. Die beiden unterscheiden sich eigentlich nur in einem Punkt wesentlich. Die Rechtsaußen machen überhaupt keinen Hehl daraus, dass sie nur eine einzige Meinung gelten lassen, nämlich ihre eigene, und alle anderen sollen die Bühne zum Auftreten möglichst gar nicht erst bekommen. Im linksintellektuellen Spektrum sieht es da etwas widersprüchlicher aus. Denn ausgerechnet von denjenigen Gruppen, die sich oft sehr massiv für mehr Diversität, für mehr Rechte, für Minderheiten einsetzen, kommt dann doch auch ein Aufruf zum Canceln. Offenbar tun sich diese Gruppen manchmal schwerer, die Diversität, die sie auf der einen Seite einzufordern, auf der anderen Seite auch zu geben und zu leben. Cancel Culture bezieht sich auf Kultur und Wissenschaft und beruht aus meiner Sicht auf einem ganz fundamentalen Missverständnis. Dort wird nämlich einfach grundsätzlich unterstellt, dass jedes Auftreten auf der Bühne, im Museum, in Vortragssälen der Universitäten Teil des Herrschaftsapparates ist und Teil des Herrschaftsprivilegs, das eben nicht jedem zugestanden werden sollte. Das sehe ich ganz anders. Bühnen, Museen, Universitäten repräsentieren nicht etwa nur, sondern in erster Linie und in viel größerem Maße präsentieren sie. Sie stellen vor und stellen zur Diskussion. Ohne dieses Vorstellen, dieses Präsentieren gibt es überhaupt keine Debatte. Und solche Debatten sind Herzstück einer jeden Demokratie. Sicher gibt es auch Grenzen dessen, was gesagt werden sollte oder darf. Aber das regelt in Deutschland zumindest das Gesetz, etwa das Leugnen des Holocausts ist unter Strafe gestellt. Und dann beschwinden eben Richter drüber und nicht selbsternannte Gruppen, die das aus irgendwelchen Bauchgefühlen oder Haltungen heraus entscheiden, ohne eine echte Legitimation dafür zu besitzen. Insofern ist für mich Cancel Culture eher eine Unkultur, zwar eine, die von der Kanzel aus recht autoritär vertreten wird, ohne dafür eine Legitimation ins Feld führen zu können. Und ich finde, das verbinde ich eher mit autoritären Regimen. In einer Demokratie sollte man eigentlich mit Argumenten Positionen angreifen oder verteidigen und die Debatte wenigstens zulassen.